Ja, hallo und herzlich willkommen zurück zu Dungeon Siege 3. So, wir sollen uns, wenn ich mich richtig erinnere, auf die Suche machen nach einer Diebesbande, die die Wachmeister, Wachroboter dieser Stadt verschleppen und umprogrammieren, wie es scheint. Es ist jetzt 2 Tage her, dass ich das letzte Mal gespielt habe, daher sollte ich mich eigentlich noch relativ gut zurechtfinden. Das einzige Problem dürfte sein, die Wegfindung zu dieser Höhle, denn ich weiß nicht mehr, wo diese ist. Na, wo kommen wir denn hier hin? Das sieht doch gar nicht so verkehrt aus. Na, hier ist ein Speicherstein, den nutzen wir doch direkt mal aus. Und speichern, jawohl, und weiter. Halt, hier gibt's noch Quests. Hey da, Mensch, habt ihr eine Sekunde? Wisst ihr, ich habe diese Automatoiden gebaut und er, naja, er könnte vielleicht durchgedreht sein. Vielleicht. Vielleicht könntet ihr mir einen Gefallen tun. Es wäre wohl im allgemeinen Interesse, wenn er aufgehalten werden könnte, ohne die örtlichen Behörden mit einzubeziehen. Das Letzte, was ich brauchen kann, ist, dass die Marke Schweißzahn ihren makellosen Ruf bezüglich ihrer Sicherheit verliert. Okay. Dieser Goblin möchte also, dass wir wohl die umprogrammierten, ja, Wach-Androiden aufhalten. Also, warum den Automatoiden zerstören? Schweißzahn, wir können helfen. Dann fragen wir erstmal, warum den Automatoiden zerstören. Könnt ihr ihn nicht einfach abschalten? Oh, daran habe ich auch schon gedacht. Das Problem ist, dass ich daran gedacht habe, nachdem ich den Automatoiden gebaut habe. Also, aus geht er wohl nur, wenn man ihn in Stücke haut. Klasse! Okay, Schweißzahn? Was für ein Name ist denn bitte Schweißzahn? Technologie ist 10% Innovation, 20% Mathematik und 80% Schweiß. Schweißzahn ist ein stolzer Name. Macht euch nicht darüber lustig. Ganz ruhig, Kleiner. Wir tun dir ja nichts. Okay, wir können helfen. Wir kümmern uns darum. Sagt uns einfach, wo er ist. Großartig. Ihr findet den Automatoiden auf der anderen Seite der Stadt. Nur versucht, mit ihm fertig zu werden, bevor er zu viel Ärger verursacht. Wenn ihr ihn gestoppt habt, kommt zu mir zurück und ich werde euch für eure Mühen entlohnen. Okay. Wunderbar, dann tun wir das. Und noch ein Quiz. Ich habe mir schon gedacht, dass ich euch hier finden würde. Ich habe gehört, die Legion ist zurück in der Stadt und habe mich bemüht, meine alten Unterlagen in Ordnung zu bringen. Wisst ihr, ich habe die Geschichte der 10. Legion in Stonebridge archiviert. Eine traurige Geschichte, leider. Aber meine Nachforschungen können euch helfen. Okay, wer bist denn du überhaupt? Wie kann ich euch helfen? Redet weiter. Was für Nachforschungen meint ihr? Ich habe die Ereignisse des Untergangs der örtlichen Legion studiert. Die Aufstände. Ich habe Aufzeichnungen über viele der Plünderer und Mörder erstellt, die von diesem Tag profitiert haben. Einige, die das Versammlungshaus geplündert haben, haben ihre unrechtmäßig erworbenen Gewinne stolz präsentiert. Gestohlenes Legionseigentum seinen Hausgästen zu zeigen. Welche Arroganz. Nun, ich habe Aufzeichnungen über diese aufgeblasenen Kriminellen gemacht. Vor allem von denjenigen, die darauf bestanden, mit ihren Trophäen begraben zu werden. Okay. Eure Nachforschungen sind lobenswert. Diese Artefakte müssen zurückgebracht werden. Okay, diese Nachforschungen sind lobenswert, denke ich. Ihr habt viel Zeit damit zugebracht, Untersuchungen über den rechtmäßigen Besitz der Legion durchzuführen. Wir stehen in eurer Schuld. Wo sind diese Artefakte? Ich zumindest respektiere, was die Legion für unser Königreich getan hat. Ich tue nur meinen Teil, um sie zu ehren. Ich habe eine Liste von Gräbern zusammengestellt, die wohl gestohlenes Eigentum beinhalten. Das Problem ist, dass es in den Gruften in letzter Zeit so gefährlich geworden ist. Hier, nehmt meine Unterlagen. Wenn die Diebe nicht begonnen haben, wahllos Särge zu plündern, solltet ihr in der Lage sein, die gestohlenen Gegenstände zurückzubekommen. Ich hätte nie geglaubt, dass ich einmal Gräber zum Wohl der Legion ausrauben würde. Schlimme Zeiten erfordern eben extreme Maßnahmen. Okay. Wunderbar. Damit haben wir 2 weitere Quests. Mysteriöses Erbe. Gruft des heiligen Blutes.
wieder ein Speicherstein, den werde ich fix nutzen. Und dann stürzen wir uns auch direkt mal hier ins Abenteuer. Betreten der Gruft. Ich habe schon so gut wie gar keine Erinnerungen mehr daran. Beschafft das Legions. Sie zerlegen die Automatoiden also in Stücke und liefern sie an jemanden. Aber an wen? Ah, das würde ich auch gern wissen. Hier geht's nicht weiter. Schauen wir uns mal auf der anderen Seite um. Hier gibt's auch nichts. Was haben wir denn hier? Seid wachsam! Da geht's auch nicht weiter. Ah, ui! Machen wir mal kurz einen Prozess mit denen. Und da haben wir auch direkt ein Level-Up. Na, fängt ja gut an. Komm. Ein Diebesnest sollte eine klare Angelegenheit werden. Okay. So, Level-Up. Was skillen wir denn mal? Ruf der Jagd, Signet Katharina mit stärkeren Angriffen für 30 Sekunden. Das klingt doch gar nicht so schlecht, das können wir erstmal erhöhen. Erhöht Katharinas Beweglichkeit, während Ruf der Jagd aktiviert ist. Katharina stellt eine kleine Menge LP wieder her, wenn sie während Ruf der Jagd Schaden verursacht. Das skillen wir doch erstmal. Oder, Moment, was haben wir denn als letztes geskillt? Vielleicht ist da noch irgendwas, was kurz vor der Vollendung steht? Nein. Also skillen wir Ruf der Jagd mit ein bisschen LP. Und hier nehmen wir, was haben wir denn, das Heft in die Hand nehmen. Immer wenn Katharina einen mit Kuss der Qual oder ausgewähltem Beute verfluchtes Ziel tötet, erhält sie 2 Punkte Fokus pro Stufe zu nur muss nicht sein. Schnelle Verteidigung. Katharinas Blocken ist um 10% pro Stufe ihrer Beweglichkeit erhöht. Erstschlag. Katharina erhält eine 3% Bonus pro Stufe bei einem unverwundeten Ziel einen kritischen Treffer zu verursachen. Oh, das klingt doch gut. Und dann der Lukas. Was haben wir denn hier? Der Klingentanz. Pro Stufe rasante Präzision erhält Lukas eine 10%ige Chance, einen kritischen Treffer mit Klingentanz einzusetzen. Das skillen wir dann doch erstmal fertig. Ebenso kritische Treffer der Zerstörung. Auch das skillen wir erstmal fertig. Und Kisten mit massig Equipment. Dann schauen wir doch mal, was wir da bekommen haben. 2 neue Gewehr, Rücken, Schulterstützen, wie auch immer man es nennen will, aber nicht wirklich irgendwas Brauchbares. Schade. Was haben wir hier? Auch nichts Brauchbares. Gut, was gibt es hier denn noch zu holen? Nichts, wie es scheint. Und auch da gibt es nichts. Aber hier geht es runter, denn da hinten war ja eben der Weg versperrt. Jetzt kommen wir auf die andere Seite. Und bestimmt durch die Tür hier, wunderbar. Und wieder eine. Stellen sich uns wackere Diebe in den Weg, die eigentlich nichts mehr als Kanonenfutter sind. Zack. Na, wo geht's denn hier lang? Schauen wir uns mal den Raum hier an. Oh, das sieht doch schon mal gut aus. Eieiei. Die können ja hier rüberwerfen und ich kann nicht da durchschießen. Stirb. Okay, die lassen nicht wirklich was fallen, aber hier ist eine Truhe. Hier sind 2 Truhen. Wunderbar. Hier noch einer. Oh, und es gibt was Orangenes wieder mal für unseren Magier. Hier ruht Brimfalol. Brimfalov, wie auch immer man ihn ausspricht. Meisterbauer und Handwerksgoblin. Erfinder der Dreischuss-Dampfpistole, des Wasserdehydrierers und der gepuderten Perücke. Das sind irgendwie Sachen, die nicht so ganz zusammenpassen, aber ja, manche Menschen haben seltsame Vorlieben. Wir müssen diese Brücke verlängern. Probiert diesen Hebel. Wow, darauf wäre ich nie gekommen, Kollege. Na bitte, es funktioniert doch. Mensch, Lukas, das war ja ein doller Einfall von dir. Gratulation. Gräber plündern. Ist zwar nicht schön,
Aber mein Gott. Kriegen die ja nicht mehr mit. Gleich neben der Tür stehen dann erstmal ein paar Heinis, die einfach nur aufs Gesicht wollen. Na. Vandalismus pur. Und wieder eine Kiste. Mensch. Wird man ja förmlich mit Kisten überhäuft. Nur leider ist nie wirklich was Brauchbares drin. Wer liegt denn hier? Geheim oder was? Komm, hier muss doch irgendwo eine Tafel sein, wo was draufsteht, wo er hier liegt. Gibt doch nicht. Okay, hier kann man es nicht rausfinden, wer da liegt. Dann gehen wir halt weiter und schauen uns die anderen Räume an. Zack, und auch der beißt ins Gras. Ein Goblin-Revolutionär und ein, so wie es für mich aussieht, Wach-Android, aber der geht ziemlich schnell kaputt. Aber der Goblin, der feiert hier oder feuert hier das ganze Feuerwerk. Diese Automatoiden sehen nicht ganz so freundlich aus wie die in der Stadt. Nee, das habe ich auch schon bemerkt. Aber Lukas setzt den da ganz gut zu. Und ich habe in der Zeit die Möglichkeit, den Androiden hier zu verhauen. Okay, jetzt kriegt er hier erstmal auf. Sehr schön. So schnell geht das. Oh, und eine neue Pistole, orange. Die schaue ich mir doch erstmal an. Ach, verdammt, was mache ich denn da? Ausrüsten. Oh, und eine neue Brosche, aber weiß, die brauche ich mir gar nicht jetzt angucken. Oh, was haben wir denn da? Plus 14 Beweglichkeit, minus 5 Angriff, minus 7 Wille, minus 44 Verhängnis, plus 8 Chaos. Blut vergießen. Ob das so viel besser ist, ist die Frage. Ich verliere Angriff, Wille. Ja gut, da werde ich sowieso nicht viel von. Aber 44 Verhängnis... Ist da 8 Chaosblutvergießen das wirklich wert? Ich verliere 2 komplette Werte. Ich probiere es mal und wenn es schlechter werden sein oder sein sollte, kann ich ja noch zurückswitchen. Hier ist nichts dabei, was irgendwie ansatzweise brauchbar sei für den guten Lukas. Also weiter geht's. Hier ist eine Wand, hier ist die Tür. Und hier ist ein Speicherstein. Den nutze ich und mache einen kurzen Schnitt. Bis gleich.